Gut. Weil sie hier haben wir noch nicht besucht, seitdem wir das Lord Vessel erhalten haben. Sie hat uns nämlich auch noch was Neues zu sagen. So you have received a revelation. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. Ja, ihr Wunsch, also Guinevere's Wunsch. Essos Vakuum verstärken können wir nicht, wir haben keine Seele, wir können aber reden. Have you heard of Seath, the Scaleless? In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have, but his very research drove him mad. The Archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden Archives. It looms over this land, high atop the mountain. But I should warn against even an approach. If you require that it... Ja, und den Rest kennen wir. Gut, also sie hat uns darauf hingewiesen, dass Sief, das Schuppenlose, sein Archiv oben auf dem Berg gebaut hat. Und da sehen wir es auch schon. Ich gehe mal kurz umrüsten. Wieder. Achso, ich habe das Fernglas ja noch. Was packe ich dafür jetzt hier mal rein? Seelen will ich behalten. Ich könnte mal einen Haufen Seelen ausgeben. Das dauert noch eine Weile. Auch packe ich mal Wurfmesser hier rein. So, da hinten lassen wir das Giftboss. Okay. Ja, Fernglas wechseln, bitte. Können wir uns mal da oben... Das da ist das Archiv von Sief, dem Schuppenlosen. Also ja, wir sehen einen hochragenden Turm. Und wir sehen da drüben einen großen Anbau. Beides wird sehr interessant werden. Merkt euch das mal. Gut, dafür müssen wir in die Richtung. Hier habe ich euch die goldene Nebelwand ja schon mal gezeigt. So. An dem Sentinel müssen wir vorbei. So. Genau. Zwei Schläge und er ist nicht mehr. Und hier hoch. Dummdi-dummdi-dai. Und schon stehen wir zum Durchgang zu den Archiven. Und da hinten ist ein alter Freund. Hallo, Spanferkel. Wow. Genau. Er kommt nämlich nicht hier raus. Deswegen können wir einfach hier stehen bleiben und ihn verdreschen. So, noch ein Schlag und er ist weg. Viel leichter als der erste. Und er lässt sogar seinen Helm fallen. Den hatten wir auch noch nie, gell? Reißerkeilerhelm. Der abgetrennte Kopf des vollständig gepanzerten Reißerkeilers vom Jäger als Zeichen seines Triumphs mitgenommen. So wie die Götter es dereinst mit dem Kopf des alten Drachen taten. Ja, wir haben Ornsteins Zimmer gesehen, das hängt voller Drachenköpfe. Kann als erstaunlich solide Schutzrüstung auf dem Kopf getragen werden. Auch ein Angriff mit den Reißzähnen ist möglich, wobei ich nicht weiß, wie der gehen soll. Das wird wahrscheinlich nur Getrolle von den Entwicklern sein. So. Dort sehen wir schon, wartet der zweite Reißkeiler auf uns. Wow. Genau, schlag ruhig zu. Wow, jetzt stürmt er. Nein, stürmt er nicht. So.
Genau, einhändig machen wir ihm fast keinen Schaden. Nur zweihändig haben wir genug Wumms. Oh, und der hat auch einen Helm für uns. Gut, zwei Helme. Und das nächste Leuchtfeuer. So, an dem wir kurz rasten werden. Und dann machen wir uns einen langen Aufzug nach oben. Gefasst. Dummdi-dummdi-dai. Und sind in den Archiven. Und werden gleich ordentlich begrüßt von irgendwelchen kristallisierten Hüllen. Wow. So, weg mit euch. So, da kommt noch einer. Und ja, die bluten sogar nicht mal mehr richtig, die... sondern... Au. Genau, da ist noch einer. Au. Das ist nicht so schön. Wir haben keine Ausdauer mehr. Wir haben fast keine Lebenspunkte mehr. So, weg mit dir, heilen. Nochmal heilen. Wow. So, weg mit euch. Und nochmal heilen. Jetzt muss ich den da irgendwie loswerden. Das klappt am besten, glaube ich, von hier aus. Genau. Hier schießt er nämlich in den Boden. Und wir können ihm in den Kopf schießen. Genau. Ohne dass er was machen kann. So, weg mit dir. Nervensäge. So. Du bist jetzt aggressiv. Au. Und das ist eine grobe Keule. Und wir kriegen den zerstörten Anhänger von dir. Das ist ein Add-on-Gegenstand. Beziehungsweise das ist der Weg ins Add-on. Zerstörter Anhänger. Zerbrochener Steinanhänger. Stark verzaubert. Eine Hälfte des eines zerbrochenen Steinanhängers. Die Rebe scheint aus Oralis zu stammen. Eine mächtige Magie entströmt diesem uralten Stein. Doch können die heutigen Menschen ihre Macht, die eine ausgeprägte Note von Ehrfurcht und Nostalgie in sich trägt, weder nutzen noch spüren. Also ja. Das ist einfach nur ein Hinweis darauf, wo wir das ins Add-on kommen können. Aber dazu kommen wir dann später, wenn wir die Archive hinter uns gelassen haben. Au. Ey, ich mach dir so nett den Platz frei. Wow. Na komm. Wow, das war gegen das Schild. Ja, die Jungs hier sind tough, weil sie kristallisiert sind. Kristalliert. Ja, weil sie Kristallen sind. So. Lasst mich, mein Deutsch ist auch nicht das Beste. Gut. Hier unten war, soweit ich weiß, bis auf das unter der Treppe nichts. Nö. Hier auch nicht. Dann geht es jetzt hier hoch.
So, erstmal weg mit dir und jetzt dürfte von hinten gleich genau einer kommen, der auch was abhaben will. So, genau, geh sterben. Und ich gehe mich weiter umsehen. Auf der Seite gab es eine Truhe. Du bist auch eine Truhe, soweit ich weiß. Und in der müsste ein Funkeltitanit drin sein. Genau das, was wir brauchen für unsere Rüstung. Ja, das ist der Vorteil an der Rüstung. Die braucht Funkeltitanit. 10 Stück pro Rüstungsteil. Was eine ganz schöne Menge ist. Aber sie braucht keine grauen Schollen, die richtigere Mangelware sind. Also graue Schollen zu farmen ist ein Krampf, muss ich euch sagen. Funkeltitaniten kann man an einem bestimmten Ort viel besser farmen. Weswegen ich diese Rüstung hier... Oh, hallo, Hinterhalt. Bevorzuge. Gegenüber der Elite-Ritter-Rüstung. Auch weil ihre Werte größtenteils besser sind, abgesehen von Blitz ein bisschen. Komm, geh sterben. So. Ja, komm. Ja, und früher bin ich immer hier mit einem plus 10 Bastardschwert lang gelatscht. Könnt euch ja vorstellen, wie viel Zeit das dann in Anspruch genommen hat. So, stirb. Und drop ein Kristallritterschild. Sinnloser Gegenstand. Wir haben jetzt wie viel Funkeltitanit? 2. Damit können wir die Rüstung 2-mal upgraden. Sehr schön. So, jetzt fahren wir aber erst einmal hier nach oben. Genau. Kommen in ein ziemlich heftig aussehendes Gebiet. Sieht fast schon wie Glibber aus, aber das ist alles Kristall. Also nein, das hier ist keine Anspielung auf Doom. Und wir begegnen dem Kristallritter. Wow. Der ziemlich... schnell tot ist. So. 3000 Seelen und der respawnt auch nicht. Das war ein Sonder-Mini-Gegner. Eigentlich sogar eine Hülle, also eine Personalhülle, ja. Hallo kleiner Freund, kannst du ruhig verschwinden? Ich tu dir nichts. Ich will nur weiter nach oben. So. Und zwar durch diese Nebelwand. Tschüss, ich gehe wieder. Ja, den Gag musste ich jetzt bringen, weil diese Nebelwand ist die einzige, durch die man wieder zurück kann. Und wir haben gerade Sief den Schuppenlosen gesehen. So, für den ziehe ich mir mal einen Ring der Opferung an. Wechsel auf meinen Bogen. Und schieße ihm in den Kopf. Ja, kaum Schaden. Und er heilt sich sofort. Und macht alles voller Kristalle. Ja. Au. Au. Und tötet du ihn instant. Durch Ring gerettet. Sehr schön. Ring der Opferung zerbrochen und wir sind irgendwo anders rausgekommen. Ja, weil diesen Kampf kann man nicht gewinnen.
Und den möchte ich euch auch darum bitten, dass ihr bei meiner Todesbewertung, wenn ihr die denn irgendwann mal irgendjemand die macht, bis jetzt hat das noch niemand, meine Tode mitgezählt und meine verlorenen Seelen und so weiter, möchte ich, dass ihr diesen Tod bitte nicht berücksichtigt. Wir sind sogar, glaube ich, ein Mensch geblieben, dadurch, wenn ich richtig weiß. Jo, sind wir. Also, Leuchtfeuer aktivieren. Und verschwinden. Mit diesem Leuchtfeuer ist kein Teleport möglich. Mist.